Herzlich willkommen zurück zu Castlevania Lords of Shadow. Wir sind stehen geblieben vor Kapitel 7 und ich habe eine längere Spielpause hinter mir von Castlevania. Ich hatte einfach keine Lust, das Spiel aufzunehmen. Wir spielen jetzt Kapitel 7 und kommen zum Balkon. The butcher who commanded the castle kitchens fed the corpses of the dead to the ghouls. The efficiency of the queen's household is formidable indeed. The vampires drain the blood, and the ghouls feed on the remains. Nothing is left. Using his powers is making Gabriel far stronger than I anticipated. He will need more than physical prowess when he faces her. She can put a glamour upon his heart that will tempt him to forget everything he knows, even his beloved. She holds the next piece of the mask, and I fear that he will fall at the last. Ja, wir kommen unserem Ziel immer näher, gegen die Königin der Vampire zu kämpfen. Was? Was kommt da? Oh, Vampire. Apropos Vampire. Na, wie geht's hier? Ich kann das Spiel doch gar nicht mehr. Ich kann das doch alles gar nicht mehr mit der ganzen Steuerung und alles. Weil das echt schon ewig her ist. Zum Glück ist die Steuerung nicht so schwer, dass man die immer können muss. Wie war das hier? Oh, das war falsch. Aber es war gut. Irgendwie war es gut, was ich gerade gemacht habe, weil ich diesen heiligen Dolch auf den Vampir geworfen habe und der dadurch gestorben ist. Wie war das denn mit dem Greifen? War das R2? Das ist das nächste Problem, was sich mir stellt. Diese ganzen Tasten, die man gar nicht so oft benötigt. Ja, R2. Dankeschön. Machen wir den nochmal direkt mit einem Kreuzblatt. Das war Aufsaugen, ne? Ja, genau. Ich kann es wieder. Oh, fertig. Cool. Ihr seid kein Problem. Auch wenn ihr sehr hartnäckig seid. Schwer seid ihr nicht. So, das packen wir alles schön in die heilige Magie rein. Weil davon werde ich eine Menge brauchen, habe ich das Gefühl. Was haben wir denn? Wir haben noch die Schmetterlinge. Also die Feen haben wir noch, Dolche haben wir noch und Fiolen haben wir noch. Okay, Weihwasserfiolen. Die werden wir auch brauchen. Hallo Fee, die nehmen wir auch mal mit. Noch eine Fiole, ja genau. Gib mir mal schön Items. Wird hier auch schön die ganzen Statuen zerschlagen. Schon allein, weil mir immer noch ein Kristall fehlt. Und ich habe in den letzten Videos gesehen, dass ich tatsächlich in diesem Irrgarten einen Kristall übersehen hatte, obwohl ich keinen in der Tasche habe. Also ich hätte ihn gebrauchen können. Und ich habe ihn nicht mitgenommen. Und wenn es so ein Splitter war, ist ja egal. Ich habe ihn übersehen. Das hat mich echt geärgert, als ich das im Nachhinein noch gesehen habe. Aber ist ja keinem von euch aufgefallen. Zumindest. Zumindest hat es keiner gesagt. Von den wenigen, die das Spiel gucken. Hui. Bin ich echt schon so weit, dass ich hier gerade die Magie aus denen rausprügel. Das ist schön. Das kommt sehr gut. Das war knapp. Ich bräuchte mal einen, der kaputt ist. Dankeschön. Der zum Beispiel. Der ist auch kaputt. Ich bin gut reingekommen wieder ins Spiel. Ich sollte aber nicht zu früh mich loben. Noch bin ich hier nicht durch. Okay, da muss ich runter. Okay, und hier... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Kann ich hier springen? Ich möchte darüber, aber ich kann hier nicht springen. Oh Gott. So, kann ich hier irgendwie... Kann man hier runter? Ja, das geht tatsächlich. Ist die Frage, wo kann ich hier... Ah, ich kann da rumklettern, okay. Ich möchte nämlich zu diesen Soldaten da... Der so da so schön geleuchtet hat. Da möchte ich hin. Ah, komm schon. Aha. Vielen Dank. Was hast du für mich? Einen roten Stein. Okay, für die Schattenmagie. Sehr gut. Können wir immer gebrauchen, die Dinger. Ja, ja. So ist das.
Immer werde ich von anderen Spielen von Castlevania abgehalten. Das ist ganz, ganz schlimm. Weil ich Castlevania ja schon kenne, bin ich nicht so heiß darauf, das aufzunehmen. Aber natürlich möchte ich es nochmal spielen. Aber ich bin da nicht so heiß drauf, als wenn ich jetzt ein neues Spiel habe. Vorher war es Devil May Cry und jetzt ist es Ni No Kuni. Das ist richtig schlimm. Naja, was? Ach, du großer Gott, ich dachte schon, hä? Was leuchtet denn da? Das ist scheiße, dass du jetzt hier bist. Ich mag euch nicht. Weil ihr so ein komisches Kampfmuster habt. Oh, noch einer. Ja, toll. Einer reicht ja nicht. Ist der jetzt tot? Ah, ne, ich habe ihn nur die Magie rausgeprügelt. So. Gib mir das mal. Kann ich gut gebrauchen. So wie ich mir gerade die ganze Magie rausprügel, ist das sehr gut. Aua, jetzt ist vorbei mit Magie rausprügeln. Okay. Wie steht ihr eigentlich so zu Weihwasser, ihr? Ja, ihr mögt es nicht, aber wirklich wehtun tut es euch nicht. Was machst du denn? Oh Gott. Okay. Wieso hast du da so ein schönes leuchtendes Schwert und ich nicht? Warum muss ich hier mit so einer Peitsche kämpfen? Du bist jetzt Geschichte. Oh, what the fuck? Was habe ich gemacht? Ich habe ihn zu mir gezogen. Wusste nicht, dass das geht. Okay. What the fuck? Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr mir alles geklaut oder was geht ab? The fuck? Wieso haben die alles rausgeschmissen? Ist das ein Bug oder was ist passiert? Ist das immer so? Egal, ich habe einen Kristall voll. Hab alles gefüllt. Soll mir recht sein. Nehme ich alles hin. Gibt hier noch? Nee. Okay. Diese Fledermäuse. Hier liegt doch bestimmt irgendwo noch ein Soldat rum. Ich wette, wenn ich da rumgehe. Oder unter diesem Dach. Das kann es auch sein. Ah, hier liegt einer. Einen Schlüssel brauche ich. Eine Schriftrolle. So, einmal durchscrollen. Wunderbar. So, wo können wir jetzt hier lang? Hier nicht. Kann man da rein? Nee, da rein kann man auch nicht. Ich kann aber hier runter. Dann gehen wir doch mal da runter. Wieso geht das nicht? Hallo? Ach, da kann ich runter. Okay. Ach, natürlich. Huch, ach, das war richtig. Oh, oh Gott. Da kann ich rein und hier ist ein Ding, so ein Geist. Gib mir mal die Schriftrolle. Die scrollen wir dann mal eben durch. Nein, hau ab. Lass mich in Ruhe. Ist das ein Brunnen für Magie? Nee, für Heilung. Du bist Geschichte. Ist nicht schwer. So. Ah, warte mal. Ich kann ja mal meine Feen benutzen. Die den ein bisschen ablenken. Ein bisschen ärgern. Oh, hat der die alle zerstört? Was ein Sack. Hier drauf, komm. Ist ein ganz schöner Drecksack. Und die verlieren immer so viel, wenn man die finisht. Warum ist die Musik noch da? Hab den kaputt gemacht. Mit denen mal. Damit ich endlich mal voll Energie hab. Oh, ich hab alles voll. Außer Feen. Die habe ich gerade verschwendet. Ah, ne, da liegt doch eine. So. So. Lass mich mal hier raus. Geht's hier noch weiter? Oben ging es noch weiter, aber da komme ich von hier nicht dran. Komme ich denn da dran? Ah, so. So kommt mich da dran. Okay. Ah, ich sehe schon Skelette. Da habe ich ja Lust drauf. Kann man auch nicht vorher zerstören, ist das miese. Okay, ich heb mal eben. Aua! Ach, ich wollte doch nur eben. Wollte doch nur eben. Dingsen. Ah, du Sau. Oh, die Skelette, ne? Moment. Lenk die mal ab. Darf aber draufhauen. Ich sehe gerade nichts wegen dem Staub, aber ist ja egal. So. Jetzt prügeln wir aus euch mal die Magie raus. Ist sie jetzt kaputt? Ich hau nochmal drauf. Ne, da war noch einer. Gut. Was ist das? Ach, der Schlüssel. Ah, okay. Sehr gut. Dolche, Dolche. Schlüssel nehmen wir mit. So. Da
Das geht nicht kaputt. Jetzt kann ich endlich dem Soldaten da entnehmen, was der für mich hat. Wahrscheinlich wieder eine Schriftrolle. Nein, ein Steinchen. Lichtmagie, okay. Hier liegt so viel rum. Das ist ja unglaublich. Oh Gott. Das war fast zu weit gesprungen. Dann wollen wir mal zurück. Ich glaube, da muss ich mich hier fallen lassen. Und dann hier wieder hochklettern. Anders komme ich da, glaube ich, nicht hoch. So, dann kann ich doch jetzt durch die Tür gehen. Wenn mich jetzt nicht wieder irgendwas ärgern will. Kristall. Wie viele Kristalle man hier kriegt. Unglaublich. So, da möchte ich rein. Dankeschön. Hep, hep, hep. Bin ich ja gespannt, was jetzt auf uns zukommt, weil das sieht ja auch alles sehr einladend aus hier. Nom nom. Ist hier hinten was? Da ist eine Leiche. Ein roter Stein. Sehr schön. Zerstören wir noch ein bisschen das. Die Einrichtungen hier könnten ja Feen drin sein. So. Das ist ein Rätsel? Ja, das ist ein Rätsel. Ich erinnere mich, glaube ich, dran, aber fragt mich nicht, wie das gelöst werden konnte. Und der müsste die Schriftrolle zu diesem Rätsel haben. Auf dieser seltsamen Maschine steht an der Seite etwas geschrieben. Nicht länger soll es sich zeigen in rotem Gewand. Lässt du die Kugeln fallen, so brauchst du Verstand. Dieses Spielzeug war ein Geschenk meiner Mutter der Königin, um zu ihren Thron zu gelangen. Färbe alle Angeln grün. Okay. Hier sind Mäuse. Mach die Mäuse weg. Oh, Feenkristall, Alter, was es hier alles gibt. Oh, Alter. Ich habe eine Vermutung, dass der Kristall irgendwie eine große Hilfe sein könnte. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. So, okay, dann wollen wir uns mal diesen Rätsel stellen und alle Angeln grün färben. Ach du großer Gott. Was? Kugel fallen lassen? Kugel wählen? Okay, dann kann ich die ja nur... Ach so, okay. Ja, das ist jetzt kacke. Weil da jetzt ganz links einer ist, der nicht gefärbt ist. Das ist doch doof. Aber jetzt ist er gefärbt. Das ist schön. Nicht. Das ist doch mies. Mann. Das kann man, glaube ich, mit 3 Zügen beenden. So, und der ist jetzt wieder doof. Wenn ich den jetzt nochmal da fallen lasse. So. Punk. 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 Jetzt muss ich den hier theoretisch nochmal fallen lassen, damit ich auf den komme. Ja, aber das ist doch alles doof. Ich will den unten links. Der unten links ist gerade so ein kleines Problem für mich. Punk, punk, punk. Ah. Wie doof das ist. Das kann man mit 3 Zügen wirklich beenden, habe ich das Gefühl, aber ich bin zu doof dafür. So. Dann wird der unten wieder rot. Ist so doof. Wie doof das ist. Ich mag solche Rätsel nicht. Hass. Hass. Ich mache die, glaube ich, erstmal wieder alle rot. Erstmal alle wieder rot machen. Erstmal wieder auf Standard. So. Ich habe vorhin hier angefangen. Ich fange jetzt mal hier an. So. Ist mein Problem, dass der da unten wieder rot geworden ist. Hm. Ist doch alles Kacke. Alles Mist. So. Jetzt wird der da unten wieder rot. Ich krieg's Kotzen.
Wie gesagt, das kann man bestimmt in 3 oder 4 Zügen beenden, den ganzen Mist hier. So ist schon mal schön. Oder auch nicht. Den jetzt hier machen. Und dann auf den gehe. Und dann auf den wieder. Der da unten wieder rot. Ah! Ah, warte mal, ich glaube, so habe ich das jetzt, ne? Könnte das so hinhauen? Ja, ich glaube, ich hab's. Ich hab's richtig gemacht. Nein, habe ich nicht. Scheiße. Einer noch. Ah. Mist, ey. Jetzt wechsle ich doch immer, wenn ich die beiden mache. Nein, mache ich nicht. Passt das? Ja. Halleluja. Es hat Ewigkeiten gedauert, aber ist mir egal. Raus hier. Raus aus dem Level. Juhu. Wir haben sogar alles gefunden. Wir setzen die Mission fort. Sofort. Schnell.